Sie kümmert sich um die Pflanzen. So viel frisches Gemüse habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Nicht einmal im Palast. Wer ist dieses Mädchen? Und was flüstert sie Kasim zu? Drei Hörner auf einer Plattform. Draußen herrscht Krieg. Und diese Magier lauschen den Sphären. Doch wenn die Dämonen siegen, wird es bald nichts mehr zum Lauschen geben. Sie scheinen zu schweben. Die Hörner lassen sich drehen. Die Hörner lassen sich nicht auf sich selbst ausrichten. Die Hörner lassen sich... Ist das? Es klingt wie ein Flüstern. Sie scheinen zu schweben. Drei Hörner draußen, doch wenn die... Was ist das? Es klingt wie ein Flüstern. Das Flüstern. Du musst den Garten finden. Im Garten ist der Name. Und ohne den Namen ist die Maske wertlos. Ich weiß, aber wo soll ich anfangen? Niemand hier weiß, wo er liegt. Geschweige denn, dass es ihn überhaupt gibt. Es gibt ihn. Aber um ihn zu finden, brauchst du die Maske. Ich bin so kurz davor. Während sich die mächtigsten Männer Arabistans in der gorischen Wüste die Köpfe einschlagen, werde ich das Reich meiner Väter wiedererwecken. Und es wird niemanden mehr geben, der sich dem in den Weg stellen wird. Ist es der gleiche Garten, von dem der Stab sprach? Was hat Kasim vor? Xerxes! Er ist voll mit Wasser. Und jetzt wohin damit? Ich kann die Hitze über ihm aufsteigen sehen. Er ist heiß. Er riecht grauenhaft. Keine Zeit für sinnlose Erholung. Thank you.
Weiht mir diese Waffe. Ein einfacher Dolch? Ich bin damit schnell und agil. Er hat mir bereits treue Dienste geleistet. Das soll mir reichen. Die Weihung wird allerdings etwas dauern. Holt ihn ein andermal bei mir ab. Ich habe den Prinzen belauscht. Er sucht irgendeinen Garten. Damit will er nach der Schlacht die Herrschaft an sich reißen. Doch nicht etwa den Garten des Vergessens. Ihr wisst etwas darüber? Nun ja, es ist nur eine Legende, aber es heißt, irgendwo im Rashtulswall nahe des Vulkans Rashtul Kancharot läge eine versteckte Höhle. Die Höhle trägt den Namen der Garten des Vergessens. Da alles, was darin geschieht, von der Zeit selbst vergessen werde. Was auch immer das bedeutet. Erwähnt die Legende auch eine Maske? Ja, da war irgendwas. Ich müsste das jedoch nachschlagen, um sicher zu sein. Das klingt nicht nach etwas, womit ich mich beschäftigen muss. Wenn Kasims Aufmerksamkeit wirklich auf einer Höhle im Rashtunswall liegt und nicht auf der Schlacht, dann ist er nicht mehr mein Problem. Wir können unseren Blick also getrost auf unser eigentliches Ziel richten. Der Garten des Vergessens? Hast du jemals davon gehört? Nein, noch nie. Aber die Geschichte wird von Seite zu Seite merkwürdiger. Ich mag mich irren, aber irgendetwas an diesem Garten fühlt sich falsch an. Ich kann nur noch nicht sagen, was. Lies weiter. Admiral Vahim schlug alle Warnungen in den Wind. Doch spürte ich die Gefahr, die von diesem Garten ausging. Das Mädchen dagegen hatte Blut geleckt. Ich glaube, sie hielt den Garten für etwas, was ihr beim Erreichen ihrer eigenen Ziele helfen könnte. Nur wusste sie noch nicht genau, wie. So, nehmt ihr mich nun mit oder nicht? Ich weiß nicht, was du denkst, Vahim. Aber ich mag sie. Abgemacht. Wir legen im Morgengrauen ab. Ruht euch bis dahin aus. Die Feldbetten in Keshalri sind bei weitem nicht so bequem wie hier. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, Xerxes. Das Mädchen hat sich soeben unserem Heer angeschlossen. Was sie in meinen Augen um einiges vernünftiger macht als euer ganzes Konzil zusammen. Na gut. Wenn ihr für sie bürgt und sie uns nicht alle ins Unheil stürzt, meinetwegen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Recht so. So, ich muss zurück auf die Festung. Auf eine glorreiche Schlacht, ihr zwei. Ich werde mich etwas in der Bibliothek umsehen. Das Gerede über diesen Garten des Vergessens hat mich neugierig gemacht. Wer hat diese Hallen nochmal erbaut? Sie hätten sich dem Heer gegen die Dämonen sofort angeschlossen. Dass ich ihn ausgerechnet hier wieder treffe. Von mir aus kann er in diesem Loch verrotten. Hey, Kasim! Er ignoriert mich. Der Geist hat ein Symbol zum Erscheinen gebracht. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe.